In Deutschland gibt es seit letztem Jahr eine zugelassene Reizdarm-App. Und diese App eignet sich für Patientinnen und Patienten mit Reizdarm vom Obstipationstyp, vom Diarrhoetyp, aber auch vom Schmerztyp oder vom Meteorismustyp, also für alle Reizdarmtypen gleichermaßen. Die App ist für eine Nutzungsdauer von 90 Tagen zugelassen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass dies zunächst auch erstmal ausreicht, da ein multidisziplinärer Ansatz zu einer nachhaltigen Verbesserung der Symptome führen sollte. Selbstverständlich kann die App auch wieder verschrieben werden, aber ich persönlich würde empfehlen, zunächst einmal den Effekt abzuwarten. Die App ist von unseren Patienten sehr gut angenommen worden. Allerdings hatten wir sehr junge Patienten, im Mittel 33 Jahre alt, in beiden in der Behandlungsgruppe und auch in der Kontrollgruppe, sodass wir über die älteren Patienten, die weniger internetaffin sind, wenig sagen können. Aber in der jungen Gruppe, mehrheitlich aus Frauen bestehend, ca. 80%, wurde die App sehr gelobt und auch hat zu einer deutlichen Beschwerdebesserung geführt.